Hi, ich bin die Manu und willkommen bei meinem Oster-Shopping in diesem Jahr. Ich zeige euch mal, was ich auf Amazon so erbeutet habe, was mir alles gut gefallen hat. Das sind jetzt Styropor-Eier. Das ist ein komplettes Set. Da sind die Aufhängungen dabei, die Bänder sind dabei und das Ganze soll mit Pailletten verziert werden. Ich bin mal gespannt, ob es reicht. Sieht ein bisschen wenig aus, aber die sind auch sehr dünn. Da bin ich gespannt auf und die Farben finde ich schon leuchtend, glitzernd, wenn man da mal so reinschaut. So Metallic-Look auch. Könnte was werden. Bin gespannt. Befestigt werden die Pailletten mit so kurzen Nägeln oder Nadeln. Die sind allerdings nicht spitz. Ich probiere mal die noch ein bisschen näher zu zeigen. Die ist ungefähr 1 Zentimeter lang. Dann habe ich noch was Witziges auf Amazon gefunden. Das sind 4 kleine Stoffbeutel und Stifte, mit denen die bemalt werden. Das ist also vorgedruckt. Das sind 2 Motive und jeweils 2 Stück. Bei den Stiften steht jetzt nichts weiter drauf, ob die waschbar sind oder sich dann waschen würden. Aber ich glaube, diese Art Beutel würde ich eh nicht waschen. Das Motiv ist total niedlich mit dem Schaf auch. Sagt immer 2 und auch der Hase ist richtig niedlich. Und weil wir alle so begeistert von denen waren, haben wir gleich angefangen, die auszumalen. Die Stifte sind kräftige Farben, sie sind auch satt, also in Form von, dass sie nicht gleich aufhören zu malen. Die sind also gut gefüllt, zumindest fühlt sich das so an. Macht echt Riesenspaß, die auszumalen. Und zu sehen, wie die dann eben schön bunt sind. Man kann die Taschen dann danach schön füllen, entweder für Ostern oder einfach für die Kinder so. Meine Große hat auch Spaß dran gehabt, die hat dann gleich mitgemalt. Wir haben allerdings noch ein Papier drüber gelegt auf das Motiv. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Farben nicht gleich halten und deswegen lasse ich sie über Nacht auf der Heizung mal durchtrocknen. Auch was ganz Tolles, was ich entdeckt habe, das ist ein Malbuch. Das ist jetzt an Mädchen gerichtet. Und das sind moderne Bilder mit Sprüchen drinnen, die man dann eben ganz toll ausmalen kann. Die Rückseiten sind so mit einem schwarzen Motiv. Also das ist nicht doppelseitig, sondern immer eine Seite. Ich finde es aber echt unheimlich schön. Ich könnte mir vorstellen, dass man die wirklich auch dann rausnimmt und sich einrahmt. Und es gibt immer etwas, wofür man dankbar sein kann. Das sind so tolle Sprüche auch drinnen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht nur für Mädchen. Das ist, glaub, ich fühle mich da auch angesprochen. Obwohl die Seiten nur einseitig sind, finde ich es trotzdem nicht zu wenig. Ich finde, es ist ein gutes Buch und ist mal was anderes, ist moderner auch. Würde ich mir auch für Jungs wünschen, irgend so was Cooles in der Art. Also das ist echt ein, mir gefällt es richtig gut. Man kann da auch mit kräftigen Farben drin malen. Gib nie auf. Ihr auch nicht, gebt nie auf. Und mein Lieblingsspruch, du musst nicht perfekt sein, um Großartiges zu leisten. Ganz oben auf meiner Wunschliste steht schon seit längerem das Makramee. Und jetzt habe ich mir endlich mal so ein komplettes Set bestellt. Und das ist 3 mm stark. Garn, ich glaube, ich. Wenn ich mich richtig erinnere, es sind 100 Meter drauf. Dann sind verschiedene Stöcke noch dabei. Und es sind verschiedenfarbige Perlen dabei. Einmal so mit Motiven drauf.
Dann sind noch die einfarbigen Perlen und es sind sogar Holzringe in zwei Größen dabei. Also es sind größere und kleinere dabei. Finde ich auch gut. Dann war ich jetzt die Woche endlich mal wieder in einem Dekoladen vor Ort bei uns im Teddy und im Action. Und ich habe diese Monstera Mini-Blätter gefunden. Die habe ich fürs Fotografieren eigentlich gedacht, wenn ich was mache und dann ein bisschen Dekoblätter dazu. Aber die schauen bestimmt auch wirklich super aus, wenn du dann im Sommer so ein bisschen Windlicht hast und das einfach als Deko mit reingibst oder auf den Tisch oder wenn du, also es ist eher Sommerdeko, aber ich habe die gesehen, ich konnte da nicht vorbei. Sag ich, Osterdeko ist falscher Name, ne? Aber es gehört für mich, ich habe das gebraucht. Dafür habe ich jetzt einen tollen Ostertipp für euch. Und zwar Sonntagseier koche ich oft ganz gerne mal mit 3 Esslöffel Essig. Die mache ich so nach einem Drittel der Kochzeit dazu. Und im Anschluss habe ich hier Lebensmittelfarbe, das ist von Wilson, das sind so Icing Colors. Die habe ich immer von meinen Torten, die ich ja auch mache. Und es wird dann einfach ins Wasser reingerührt, so viel Farbe, wie ihr wollt. Und einfach mitkochen lassen und wenn ihr es raustut, habt ihr dann nach der gewohnten Kochzeit ein paar bunte Eier zum Frühstück. Ja, dann sind wir gleich auch wieder weiter beim Shoppen. Oh, die sind so süß, kleine Vögelchen. Die haben hinten auch so einen kleinen Aufkleber zum Hinkleben. Hat mir gut gefallen, hat 1 Euro gekostet. Und gibt es auch noch andere Motive. Es gibt noch Schmetterlinge und Blumen und die habe ich auch mitgenommen. Dann habe ich noch eine ovale Pflanzschale in Weiß gefunden, die auch schon foliert ist, damit wir dann auch die Frühjahrsblüher schön reinpflanzen können und ein bisschen dekorieren können. Und die Pflanzschale ist mit 2 Euro echt günstig, weil die kostet meistens mehr und hat eine Länge von ungefähr 40 cm. Also da geht schon was rein. Diese Mini-Vogelhäuser habe ich noch nie gesehen, noch nirgends und ich finde die mehr als niedlich. Ich kann mir das überall vorstellen, zum Beispiel an dem Dekokranz, was ihr für die Tür macht, einfach hingeklebt oder einfach so ins Fenster mit reingestellt. Ihr könnt es auf eure Tischdeko machen, ihr könnt es in euer Pflanzgesteck machen, die sind echt goldig. An dem Schmetterling hat mir dieser romantische Look gefallen, dieses Vintage-artige. Und den kann man auch sehr gut in die Deko mit integrieren. Dann hat der Teddy auch immer diese Bastelfedern. Die hat er, glaube ich, auch ganzjährig. Die kosten auch nicht viel. Und mir hat gut gefallen, dass man wirklich, wenn man eine Dekofarbe hat, dann wirklich auch eine dazu passende Feder hat. Also die sind jetzt nicht im Naturlook, sondern eben farbig. Die kleinen Mini-Küken sind auch ein Allrounder und kann man überall einsetzen. Dann habe ich noch was gefunden, da habe ich auch noch geguckt gehabt. Das sind 12 Deko-Eier, die haben jetzt 3 Euro gekostet. Und in den Eiern sind, ja, das sind Federn drin. Ne? Das ist der absolute Deko-Trend überhaupt. Und da freue ich mich drauf, die aufzuhängen oder zu dekorieren. So kleine Streudekohasen aus Holz habe ich noch gefunden und da gab es auch verschiedene Farben. Ich habe mich jetzt auch für dieses Rosa mit Grau entschieden und dann gibt es auch noch weiße kleine Hasen. Das ist immer schon schönes Ostergras, ne? Nimmt man auch gern zum Dekorieren. Kann man auch für Bepflanzungen machen oder außenrum, findet man auch ganz oft in Gestecken drin. Finde ich cool. Ein Hartschalen-Plastikei, das kann man aufmachen und zum Beispiel innen dekorieren. Das hält auch, wenn man es hinhängt, das geht dann nicht auf. Und das kennt ihr ja schon, die schönen Bastelbänder. Die finde ich toll, die war beim letzten Mal vergriffen, deswegen habe ich da gleich ein bisschen mehr zugeschlagen. Servietten gehen ja immer und zu Ostern gibt es so tolle Motive, auch in jedem anderen Geschäft. Ja. Also egal, wohin ihr geht, Osterservietten gibt es so tolle. Ich habe mich jetzt hier für die entschieden, die sind so ein bisschen zart auch. Und ja, das werden dann unsere Osterservietten.
Ja, das Relief-Ei habe ich noch gefunden für 1 Euro. Ist wirklich günstig für den Preis. Also da kannst du gar nichts sagen. Und es ist auch nicht klein, sondern es ist richtig groß. Ich habe ja auch große Hände und ja, ist schon ein großes Ei. Ist aber nicht so dolle schwer, also es fässt sich sehr gut an. Und wenn ihr da mal das Muster anschaut, ich finde es wirklich richtig schön. Ja, dann habe ich noch so einen kleinen Dekohasi. Ich mag es sehr gerne, wenn die Keramik so wie das entweder so richtig strahlend weiß oder auch grau ist. Das passt bei uns ganz gut mit rein. Und dann habe ich noch was Tolles für die Deko für die Wohnung gefunden. Und zwar sind das so Eukalyptusblätter und unten so leichte Rosen. Und das Ganze ist in einem goldfarbenen Ring verarbeitet als Deko zum Hinhängen. Und es hat auch direkt bei uns einen Platz bekommen. Im Flur habe ich es aufgehängt. Man kann dann eben noch die Blätter ein bisschen zurechtbiegen und gefällt mir sehr gut. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart bei meinem Ostershoppen. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen gewappnet für die nächste Zeit und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Miteinkaufen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Manu.